Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind hier immer noch unterwegs in der Hammerstation. Station. Ja, wir Ja, sind hier jetzt genau. noch immer zu viert. Genau, und irgendwo quietscht hinter dir eine Tür. Das ist richtig. Okay, gut. Ja, wo müssen wir hin? Sag was an. Da vorne. Da. Davor. Okay. Ups. Dann kommt auch gleich der Boss. Immer diese Kameraaufführung hier. Ja. Ja. Beim Boss. Ich werde bestimmt sterben beim Boss, wegen dem schlechten Gel. Ja, du wirst auch so sterben, wenn du die Schnauze nicht hältst. Ja, der Boss ist nicht ganz ohne. So nur so Minendruide, aber. Ja, aber. Wenn wir hier einen Tank mit Level 13 haben. Naja, immerhin haben wir einen Tank dabei. Das ist ja schon mal was wert. Ja. Du. Oh, da kommt Heilung. Du, ja. Da kommt Heilung. Wahnsinn. Ja. Du bist übrigens Ja, nicht der Tank, ne? Der Tank rennt immer vorne weg. Ich wollte es dir nur noch mal sagen, sicherheitshalber. ja, ist mir schon bewusst. Oh, Mann, gefailt. Ja, gefehlt. So. Schau mal einen an, wir leben noch alle. Schon eine Minute von der Folge vorbei und wir leben noch. Aber auch Neuer keiner Rekord. gestorben. Oh, jetzt. Du kommst klar, hä? Ich komme dort klar. Gut. Super. Siehst du. Ich werde auch keinen Heal mehr gebrauchen. Kommt eh Okay. nicht viel an. Vorne steht ja schon der Tunnelbauer. Unsere neidischen Rivalen wollen unsere große Waffe vernichten, aber heute verdient sich die Atmosek-Hegemonie ihren Platz in der Galaxis. Man gibt es nicht viel besonders, einfach nur draufhauen und Und hofft, die dass man Ads. überlebt. Genau, und die Ads einfach mal ignorieren. Sie Weil die haben machen den nicht viel, die Befehl. explodieren am Schluss, aber sonst. Na dann. Ja. Tü, Oh je. du bist nicht der Tank, du bist nicht der Tank. Tschüss, Oh, ich hab die Antwort bekommen. Tschüss, kannst du Ja, die habe ich aber Letzte Runde auch. muss ich aufstehen. Ja, und das kannst du nicht irgendwo spotten. Nein, ich hab noch den Spot nicht. Immer. Zielsysteme fixiert. Ah, Mensch. Sich als Steinschmeißer tanken oder was? Entschuldigung. Ich sag dir, macht schlechter nichts. So, jetzt bin ich der Tank. Und der Tank auch drauf. Kann man mal schnell laufen, da war nicht lang. Ja, dann laufe ich auch mal. Ne, es wird auch Zeit, dass ihr lauft. Der hat 2,5 Minuten gedauert. Ja, es ist schneller als letztes Mal, glaube ich. So. Ja, Mann. Deine HP, ja. Ja, ich weiß. Kaum Leben. So, jetzt habe ich gleich keine Munition mehr, verdammt. Oh, oh. Ja, der Tank steht noch, ich komm gleich da, halte aus. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Ich hab noch 50%, beeilt euch. Ja, oder zur Not läufst du schon mal los und wir sehen uns dann später. Zielsysteme fixiert. Bin gleich da. Ja, jetzt. Am besten machen wir es so, lassen die beiden draufhauen und jetzt heilen wir zu zweit, weil das macht schon Mörder-Damage, das Zeug. Ja. Gut. Wer heilt So. wen? Du heilst mich. Ja, okay. Das ist was Na, Schaden. ich würde sagen, wir heilen alle, weil scheinbar macht er ja keine AOEs oder ähnliches. Also heilen wir halt beide immer den, der gerade Schaden kriegt. Verlaufe ich mich nicht. So, ich kann ja hier inzwischen noch ein bisschen rumplündern, wenn ihr schon unterwegs seid. Oder solange ihr noch unterwegs seid. Zack. Noch, ich habe auch gar keine Crew-Fähigkeiten vergessen. Naja, ist auch nicht ganz so wild, wenn man seine Berufe nicht unbedingt braucht oder wenn man auch noch genug andere Chars hat, Ja. die es können. Ich habe so ziemlich gar keinen Char, der irgendwas auf 450 hat. Na Weil gut. Crew-Fähigkeiten mache ich nicht. Ich mache mehr PvP oder Flashpoints oder halt OPs oder sowas. Naja, ich sehe das immer so. Die Berufe gehören ein bisschen mit dazu, deswegen level ich ja meine Chars halt mehr oder Warum kann weniger ich meinen gleichzeitig. Gefährten hier so nicht rufen eigentlich? Weil wir zu viert sind. So. Sonst würde es wohl gehen, wenn wir nur zu dritt wären.
Ja. Okay. Also. So, ach so, erstmal nochmal hier. Aber dann auch nur einer, ne? Oder? Ja, nur. Man kann maximal vier Spieler seinen Gefährten hinzugezählt. Genau. Gibt es auch Instanzen, die mehr Spieler beherbergen können? Ja, das sind aber halt solche 16er Raids für Stufe 55 dann. Okay. Und die sind zu viert etwas schwieriger, wenn so ein Boss 3 Millionen Leben hat. Gut, dann probieren wir es nochmal. 3, 2, 1, auf. Ja, der Tank ist der erste, du. Ja, ich hab doch vorhin auch die ganze Zeit, ich hab doch vorhin Akku bekommen, nur weil ich draufgehauen habe. Ja, weil du ein DD bist. Dann der Tank sein. Ja, weil du ein DD bist. Natürlich, wie gesagt, wenn unser Tank noch nicht richtig tanken kann, also spotten kann. Ich heil ja schon wie verrückt. Ich kann jetzt aufhören. Ich hab wieder keine Macht. So eine Sache, du hast einfach kein Def, kann das sein? ja, sieht wohl so aus. Ich höre gerade schon auf, mit draufhauen. Vielleicht verliere ich gleich die Akku. Ja, die hast du verloren. Okay, ja, ich bin dann tot. Soll ich aufstehen? Nein, nicht ich. Warum greift er eigentlich nie mich an? Machst zu wenig Schaden. Ja, das wird das Problem sein momentan. Oder der hat einfach random Aggro. Nee, das bezweifle ich fast. Heil dich! Jetzt hat Bolzan wieder Aggro. Jawohl, na vielleicht schafft er es ja bis ich tot bin, wieder hier zu sein. Jo, ich lauf auch los. Ja, ich flieg los. Kann man den Boss nicht zum Spawn ziehen irgendwie? Huch, könnte man das. Ja, ich kann ja mal loslaufen. Ah ne, ich kann nicht loslaufen, dann geht meine Zonde nicht. Du kannst dann loslaufen, sobald du die Aggro hast und ich umgefallen bin. Machen wir so. Das klingt doch gut. Oh verdammt. Ja. Keine Aggro. Nee. Genau, gleich da. Ich meine 90%. Bolzen wurde besiegt. So, dann lauf mal. Kann das wahrscheinlich daran liegen, dass der höchste Level 15 ist. Ja, eben. Wahrscheinlich. Öffne aber nicht hinterher. Ja, der bleibt scheinbar relativ im Stadel stehen. Ja gut, dann komm du erstmal ein bisschen raus, musst du ja nicht ohne dich sterben. Eventuell. Ja doch, jetzt läuft er. Er läuft. Aber wahrscheinlich muss ihn jemand anhauen. Nee, der folgt mir. Nee, der ist resettet. Und ist auch wieder voll. Ja, das Problem momentan ist halt wirklich, dass wir, keine richtige Aggro für den Tank aufgebaut kriegen. Und das immer die am wenigsten, Def haben, die Aggro bekommen. Das ist doof. Wobei es bei mir halt gerade so war, ich war glaube ich 18 Level voll oder was in die Richtung und war dann mit einem Schlag, putsch. Ja. Ja, vielleicht kann man irgendwie das ja auch unterbrechen, irgendwie, dass du irgendwas castet, dass man das unterbrechen muss, aber ich habe noch nichts zum Unterbrechen. Ich habe keinen Skill zum Unterbrechen. Hab ich einen? Ich glaube, ich habe auch noch keinen, nee. Gut, neuer Plan, wir versuchen es mal so rum. Ich hau mit drauf und du heilst nur. Kann ich versuchen, aber wenn mir die Macht ausgeht, dann... Dann heile ich mich mit. Okay. So kriege ich dann erstmal hoffentlich ein bisschen schneller Aggro, weil ich noch ein bisschen dick draufhauen kann. Der Tank ignoriert. Gut, ich gehe jetzt drauf. Komm schon! Kratzer. Wort, das, was er gemeint hat, glaube ich. Der heilt dich mit. Ja, mach grad. Drei Sekunden dauert das, bis der einmal halt. Ja, ich hab zwei, das ist trotzdem auch nicht wenig. Ich hab schon wieder keine Macht mehr, das gibt's doch nicht. Echt schlimm hier. Keine Macht? Jetzt auch. Ja, scheiße. Und diese Machtprobleme. Ja. Woher bekommt man die Macht eigentlich? Die regeneriert sich in langsamen Schritten selber. Ja, genau. Okay. Beziehungsweise durch manche Skills kriegt man halt zusätzlich was dazu, eventuell. Oder? Bei der Macht? Ja, nee, bei der Macht nicht, ne? Ja, doch auch, aber mit Level 14 habe ich halt noch keinen, habe ich noch so wenige Skills. Das ist doof. Könnte höchstens noch mal zur Flotte gehen und auf Heilung skillen, dann dauern die Skills nicht so lange zum Kanalisieren und ich habe auch ein bisschen mehr Macht, aber. Aber wir sind schon besser als das letzte Mal. Ja. Zumindest. Ich lebe noch. Wenn's die Druiden einfach ignorieren.
fliegen nur ja. so ein bisschen rum und. Ich konnte mich auch nicht mehr heilen. So. Okay. Ich bin gleich tot. Da. Hoffe ich. Ich beeile ja, mich. Ja, ich schau mal, ich hab grad wieder keine Macht. Kann ich heilen? Mhm. Da. Mach's gut, du. Mach's gut. Hast lang gelebt. Mhm. Kann ich heilen? Ey, das ist kacke. Ja. Gegebenenfalls machen wir es halt nochmal so, gehen dann nochmal zurück und holen uns eventuell ein paar neue Skills, weil so wird's ja schon schwierig. Hm. Ja, das ist blöd. Na gut. Ist es jetzt ein Endboss oder was ist das? Das ist noch lange nicht der Endboss. Manche zählen ihn sogar gar nicht als Boss. Weil der manchmal, wenn man, ich sag jetzt mal, alles so Stufe 15, 16 sind, dann ist der ja auch schnell down. Ja. Also würde ich sagen, zählt's nix, müssen wir das hier erstmal abbrechen, weil wir kommen hier einfach nicht weiter. Das bringt ja nichts, wenn wir ständig hinrennen. Ich denke, das bringt's auch nicht. Naja, das macht ja nichts. Dann, gehen wir erstmal zur Station zurück. Eventuell, ich kann ja ein paar neue Fähigkeiten kaufen. Vielleicht kriege ich dann die zweite Heilungsfähigkeit noch mit dazu. Das würde ja schon mal was helfen. Hilft mir zwar in der Hinsicht nicht, dass ich auch meine Munitionsprobleme habe. Aber, naja, wie gesagt, es würde etwas helfen. Ja, also dann jetzt auch zur Flotte. Würde ich sagen, ja. Okay. Kann ich die Aufnahme jetzt kurz stoppen? Nö, mach ruhig weiter. Also du kannst, wenn du deine Aufnahme, wenn du es nicht veröffentlichen willst, ist ja kein Problem. Kannst du dann quasi nochmal neu mitstarten. Wenn du bei unseren Folgen, die bleiben halt trotzdem dabei, auch wenn es Fail sind, wird das bei Nein, ich meine nur anhalten und dann später weiterfilmen. Ach ja, wenn du möchtest, kannst du machen. Aber ich lasse meins komplett durchlaufen. Also bei mir bleibt es komplett durchlaufen. Lass es bei dir einfach auch durchlaufen und gut ist. Dann rausschneiden oder wie? Die Fails zu einem richtigen Let's Play gehören die Fails dazu, das heißt, die müssen auch mit rein. Richtig. Ja. Also deswegen lasse ich auch Bolzen als Charakter immer in meinen Let's Plays mitspielen. Deswegen. Ja. Du Arsch. Ich komm mal hier raus, Alter. Ja, frage ich mich auch gerade. bei der Minimap ist da so ein Bereich Balken, okay. Bereich verlassen. Ja, alles klar, ja genau. So, wo geht jetzt das Kampfhausbild hin? Siehst du, die haben mehr Ahnung wie du, Alter. Ja, natürlich, die spielen auch ein bisschen öfter als ich. So, ich komme jetzt gerade nicht ran. Verdammt. Ich kann das nicht anwählen. Da ist an der rechten Seite so ein kleines Knöpfchen. Ja, ich weiß, ich komme da nur nicht. Ich muss mal die Schnellleiste ausschalten, eventuell. So, zack. Jetzt geht's. Die blöden Schnellleisten stehen da bei mir am Weg. Ich dachte schon, das liegt in deinen Wurstfingern, dass du da nicht rankommst. Besser Wurstfinger als gar keine Finger. So, wo muss man denn jetzt hin hier? Hier, Bolzen. Ja. Ja, du stehst schon wieder bei mir da, Lieutenant Bolzen. Ja, ich bin ja auch da. Ja, schön. So. Okay. Auf der Kampfausbildung, da kannst du die Skills holen. Genau. Da war ja so ein Ausbildergedöns. Ja, genau, hier waren Ausbildergedöns. Ja. Nee, ich habe mir das ja auf der Karte anzeigen lassen, aber... Ja, du musst erstmal hier den Fahrstuhl hoch. Ja, ich sehe das schon. Oh, hab ich gewusst, natürlich. Ja, genau. Du mal was weißt. Hier. Wohin jetzt? Hauptebene? Ja, natürlich. Okay. Natürlich, so, dann Karte, Ausbildergedöns anzeigen lassen. Da lang. So, jetzt kann ich ein bisschen mehr heilen. Klasse. Der Droide. Was, du wirst Droide? Nein, ich hab nur mein Droide. Achso. Dabei fällt mir ein, ich werde mal meinen auf Schatzsuche schicken. So nebenbei. Zack. Schadet ja nicht, ne? Eben. Dann hier runter, Kampfausbildung. Vielleicht habe ich auch irgendwas Neues. Klasse. Soll ich als Tank geskillt bleiben oder als DD? Ja, bleib auf Tank. Ja, genau. Schadet nicht. Ob's das hilft? Wer weiß. Nein, ich hab's keine. Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken. So, Kommando nicht, aber Soldat. Effektivschuss? Ja, nützt mir nix. Heldenmoment, kein Rückzug.
Ablenkzeit von Kyogranate, 3 Sekunden, Max. 2% der maximalen Gesundheit, naja, immerhin. Hä? Ach ja, da kommst du nicht rein oder was? Also. Vorsicht da draußen. Ja, da, jetzt hänge ich ja fest, Mann. Ach, nix kam. Na, dann musst du halt dort, wo du festhängst, deine Folge beenden, würde ich sagen. Ja. Na toll, ey. Hol ich jetzt wieder raus hier. Mit Stufe 15 würde ich meinen zweiten Heilskill stärker werden. Keine Ahnung, würde halt stärker werden, würde mehr heilen. Jetzt. Hast du es? Okay. Dann würde ich sagen, mach mal erstmal eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir es vermutlich nochmal versuchen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.